Was geht ab, liebe Leute? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich drüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um hier das neue Video von mir zu gucken. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr ihn gerne jetzt schon mal abonnieren und dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Da freue ich mich sehr drüber. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß auf jeden Fall, dass ich für Jasmins Instagram-Seite regelmäßig die Bilder bearbeite und dafür nutze ich Lightroom und Photoshop und bearbeite dann in der Post-Production ihre Bilder natürlich auch noch ein bisschen da. Sei es ein bisschen Dutch and Burn oder mal eine Fellretusche oder so weiter. Das mache ich dann alles in Photoshop, damit sie schöne Bilder hat, die sie auf ihrer Instagram-Seite hochladen kann. Letztes Jahr habe ich mir dafür das Vacuum Intus S gekauft. Das ist ein Grafiktablet, um einfach die Bildbearbeitung in der Post-Production ein bisschen einfacher für mich zu gestalten, beziehungsweise um auch ein bisschen detaillierter zu arbeiten. Ja, und vor einigen Wochen kam die Firma SenseLabs auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich deren neues Grafiktablet einmal ausprobieren möchte. Und nachdem ich ein bisschen geguckt habe, was die Firma so ausmacht und so weiter, habe ich mich dazu entschieden, dem einfach mal zuzustimmen. Und daraufhin haben sie mir das neue Grafiktablet von denen im Medium Bundle einmal zugeschickt. Und wie meine Erfahrungen mit dem ganzen Grafiktablet aussehen, das möchte ich euch heute einmal in dem Video hier mitteilen. Okay, vorweg muss ich noch einmal kurz das Grafiktablet holen. Das habe ich nämlich unten liegen lassen. So sieht das ganze gute Stück aus, wenn es neu ankommt. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch einmal an, und zwar mit dem Lieferumfang. Was ihr alles bekommt, wenn ihr euch bei der Firma SenseLabs das Medium Bundle online bestellt. Ja, wenn ihr euch dazu entschließt, 330 Euro auszugeben und von der Firma SenseLabs das Medium Bundle zu bestellen, bekommt ihr, wie ich finde, relativ viel zugeschickt tatsächlich. Auf der einen Seite natürlich das Grafiktablet, welches sehr hochwertig verarbeitet ist. Dann bekommt ihr noch ein Quick Key Panel dazu, den ihr frei belegen könnt, um einfach schneller noch zu arbeiten. Ihr bekommt zwei USB-C-Kabels, um alle Produkte zu laden. Eine sehr hochwertig verarbeitete Tragetasche, wo ihr alle Produkte einfach runterbringen könnt. Außerdem bekommt ihr zwei verschiedene Stifte mit Radiergummi und so weiter. Dazu aber später mehr. Wie ich finde, ist das Paket oder das Medium Bundle sehr umfangreich, was ihr da zugeschickt bekommt. Wenn man das wieder vergleicht mit Vacuum, die haben ein bisschen weniger in ihrem Sortiment, wenn ihr euch da so ein Bundle bestellt, beziehungsweise da ist einfach weniger im Lieferumfang enthalten. Okay, ein paar Specs zum Grafiktablet. Tatsächlich wiegt es gerade mal 398 Gramm, was, wie ich finde, relativ wenig ist. Es verfügt über 8192 Druckstufen. Was bedeutet, dass es sehr sensibel auf die Bewegung mit dem Stift anspricht. Außerdem könnt ihr die Stifte bis zu 60 Grad drauf neigen, was auch super schön ist, um verschiedene Bearbeitungen durchzuführen. Und es hat nochmal drei Shortcuts oben im Grafiktablet verbaut, die dafür sorgen, dass ihr zum Beispiel zwischen verschiedenen Monitoren, die ihr habt, hin und her switchen könnt. Außerdem wird euch das Bearbeitungsfeld von dem Grafiktablet durch LED-Ecken angezeigt und die könnt ihr am Computer oder am MacBook, woran auch immer ihr arbeitet, nochmal im Programm einfach einstellen. Also wenn ihr lieber rot möchtet, dann könnt ihr sie zum Beispiel rot machen. Mir gefällt das Quick Key Panel sehr gut, da es über 5 Menüs mit jeweils 8 frei belegbaren Shortcuts verfügt, die ihr, wie gesagt, euch frei belegen könnt, je nachdem wie es euch am liebsten ist. Außerdem hat es oben noch ein Drehrad, womit man zum Beispiel die Ausrichtung des Bildes bestimmen kann oder in das Bild rein- und rauszoomen kann. Von daher finde ich das sehr schön. Außerdem ist das OLED-Display, was in dem Quick Key Panel verarbeitet ist, auch sehr schön hochauflösend, so dass ihr es aus fast allen Blickwinkeln gut einsehen könnt bzw. gut lesen könnt. Was mir sehr gut gefallen hat, sind die Stifte, die mitgeliefert werden. Die sind sehr hochwertig verarbeitet auf alle Fälle und liegen super gut in der Hand. Der breitere Stift von beiden, also den ich jetzt hier in der Hand habe, der hat drei Tasten zur Verfügung, die man frei belegen kann. Außerdem verfügt er über ein Radiergummi auf der Rückseite, mit dem man dann auf dem Grafiktablet Schritte, die man gerade gemacht hat, direkt wieder wegradieren kann. Außerdem ist noch ein zweiter Stift dabei, ein etwas dünnerer, der über zwei Tasten verfügt, die man frei belegen kann. Man hat dann noch verschiedene Minen zum Tauschen. Also das ist alles bereits im Lieferumfang enthalten, was mir sehr, sehr gut gefällt. Eine weitere Besonderheit ist auf alle Fälle dieses mitgelieferte Dongle. Das sorgt nämlich einfach dafür, dass ihr ein Bluetooth-Signal aufbaut, womit ihr dann sämtliche Produkte, die ihr von Vacuum habt, verbinden könnt. Und zwar reibungslos. Also ich hatte in der Zeit, wo ich jetzt getestet habe, keinerlei Verbindungsprobleme. Es ist nichts abgestürzt oder sonst was. Auch die Übertragung vom Stift auf den Monitor war super schnell und ohne Verzögerung. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Mit dem kabellosen Arbeiten ohne Verzögerung auf jeden Fall. Apropos kabelloses Arbeiten, dazu kommt ja dann nochmal das Problem mit den Akkus. Und auch hier ist die Akkulaufzeit der Produkte ewig lang. Ich habe mein Grafiktablet zum Beispiel gerade mal einmal aufgeladen, und zwar als ich es erhalten habe. Und seitdem arbeite ich immer noch mit der ersten Ladung. Natürlich jemand, der tagtäglich 8 Stunden nur mit einem Grafiktablet arbeitet, wird es öfters laden müssen. Aber in meinem Fall, der relativ viel damit gearbeitet hat, hat es vollkommen gereicht, diese eine Ladung, was mir sehr gut gefällt.
Ja, der letzte Punkt, den ich nochmal mit euch besprechen möchte, ist die Software, die dahinter steckt. Die ist nämlich super gut gelöst tatsächlich, wie ich finde. Es gibt sie für macOS, es gibt sie für Windows, es gibt sie für Linux. Sie ist super leicht runterzuladen, einfach auf der Website von der Firma SenseLabs. Da könnt ihr euch die Software runterladen und dann auf eurem Rechner installieren. Und das Einzige, was ihr dann machen müsst, ihr müsst eure Produkte nehmen und per USB-C-Kabel tatsächlich einfach nur einmal mit dem Rechner verbinden, um sie dann in euren Software-Einstellungen so zu konfigurieren, wie ihr es gerne möchtet. Das heißt, das Quick-Key-Panel könnt ihr dann frei einstellen, wie ihr es gerne habt. Ihr könnt die LED-Farben von dem Grafik-Tablet ändern, so wie ihr euch es gefällt. Ihr könnt die Druckstufe bzw. die Druckstärke der Stifte auf dem Grafik-Tablet einstellen und so weiter. Da jetzt wirklich alle Details hier durchzusprechen, wäre zu groß bzw. würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Software hinter dem Grafiktablet bzw. hinter den Produkten sehr, sehr gut gefällt. Ja, mein Fazit zu den Produkten ist, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es besser als zum Beispiel das Vacuum Intuos S Pro, auch wenn vielleicht die meisten immer noch auf Vacuum setzen, finde ich, hat die Firma SenseLabs hier tatsächlich einen mega geilen Job gemacht, was die Produkte angeht. Alleine wie sie aufgemacht sind, verpackt sind, erinnert mich das Ganze sehr an Apple zum Beispiel. Ich finde auch, man merkt, dass die Firma sehr viel auf das Feedback von Grafikdesignern und Fotografen gehört hat, um deren Ideen und Einflüsse oder Anregungen einfach in diese ihre Produkte mit einfließen zu lassen. Und was mir am besten gefällt tatsächlich ist, dass man für 330 Euro ein so umfangreiches Paket zugeschickt bekommt, dass man damit wunderbar arbeiten kann und sich eigentlich keine weiteren Produkte mehr im Nachhinein dazu kaufen muss, was mir sehr, sehr gut gefällt. Auch die Software hinter den Produkten ist sehr durchdacht und benutzerfreundlich angelegt, was mir persönlich auch wieder sehr, sehr gut gefällt. Also wie ihr hört, bin ich sehr positiv überrascht von deren Produkten bzw. von der Firma SenseLabs und bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich werde mich jetzt freuen, damit weiter Bilder zu bearbeiten. Und ja, das war's in die Richtung SenseLabs. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben. Wenn noch Fragen oder sowas bestehen, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr in einem weiteren Video hier wiedersehen. Bis dahin, Peace und macht's gut.